Also, wir sind jetzt auf der Reise. Irgendwo auf der Autobahn. Ich glaube, wir sind gerade eben nach Thüringen reingekommen. Gefühlte 8 Stunden schon unterwegs. Nicht weitergekommen, aber unterwegs. Draußen ist dunkel. Und wir sind im Auto. Der Kasten ist fast leer. Darauf eine Rauch. Oh, da kommt ein Schild. So, wir sind jetzt irgendwo. In Bayern oder auch nicht. Man munkelt noch. Wo ist denn der andere Pöbel? Ist die Gitarre leiser drin? Versucht die zweite immer noch irgendwo, fast Bayern. Das weißt du doch nicht. Aber fast. Noch circa 24 Stunden Fahrt vor uns. Wir sind alle nüchtern. Fahrer ist nicht da. Das Auto bewegt sich auch nicht. Hier kostet übrigens der Sprit 1,65. Was? Super. Kann man das sehen? Preis ist gar nicht super. Ich meine, wie zoomt man hier? Gucken. Ah. Da steht 1,65. Und wir sind immer noch am gleichen Ort. Der Fahrer steigt auch ein. Übrigens, der Fahrer heißt Micha. Micha ist pflichtbewusst und schnallt sich gleich an. Ich erinnere dich dran. Wenden. Ah ja. Wenden. Bitte wenden. Ach, wenden ist auch so Pussys. Wir werden uns gleich wundern, warum es so viele Geisterfahrer auf der Autobahn gibt. Wir stehen übrigens in die falsche Richtung. Heißt das in die falsche Richtung oder in der? Wieso, dafür fahren wir zurück. Heißt das in der falschen Richtung oder in die? Du glaubst, dass sich gebildete Leute dieses Video angucken, die den Unterschied kennen? Na, ich gehe davon aus. Dann lass uns mal rocken und rollen. Ja, weißt du doch nicht. Wo wir hinfahren, ist Rock'n'Roll. Wir fahren nicht auf Partys. Wo wir sind, ist Party. Genau. Nee, wir machen Party. Das klingt auch irgendwie komisch. Das Niveau ist wieder aufgestiegen. Also die LKWs stehen alle in die Richtung. Das kann also nicht so verkehrt sein. Ja! Das sind die Berge in Bayern. Das kompliziert hier gemacht. Erzähl den Leuten, dass wir an einem Ort vorbeigekommen sind, der Lederhose hieß. Ja, kurz vor Bayern. Ungelogen. Sicher? Na, weiß ich nicht. Wo sind wir denn überhaupt? Sind wir hier nicht schon in Bayern? Sind wir?
Ja, Nürnberg ist auf jeden Fall schon mal ausgeschildert. Da kannst du soweit alles nicht mehr sagen. Was sagt denn das neu moderne Navigationssystem? Ah ja. Ich weiß auch wieder, warum ich das Handy in der Hand hatte. Naja, wir fahren jetzt erstmal noch. Richtung Nürnberg A9? Ja, wir müssen ja Richtung München. Das bedeutet nur, dass wir werden nicht großartig die Auswahl haben, oder? Ja, schon. Es sei denn, es kommt ein Kreuz. Ja, aber. Ja, wir sind richtig. Wir sind richtig, ja. Aber jetzt fahren wir doch in die andere Richtung. Ich glaube, jetzt fahren wir wieder zur Tanke zurück. Ja, irgendwann. Irgendwie waren wir hier schon mal in der Nähe. Also hier ist nochmal die gleiche Tanke, an der wir gerade vorbeigefahren sind. Geradeaus. Aber grüne Scheiße können echt nur Bartisch kommen. Alter, was ist denn das hier? Ich will doch bergauf. Ist das ein Hotel oder ein Restaurant? Irgendjemand hier für eine gute Idee hier zu bauen. Könnte auch eine Billardhalle sein. Yeah.
Das ist die Rückfahrt. Es ist schon hell. Vorher haben die auch nicht viel erzählt. Also auf jeden Fall. Wir sind immer noch unterwegs. Vor allem immer noch. Wir sind losgefahren. Und das ist noch nicht die Autobahn. Wir sind hier übelst irgendwo. Man sieht sehr viel von der Landschaft. Der Lars ist immer noch gut gelaunt. Wir haben es immer noch nicht geschafft, seine Nerven überzustrapazieren, obwohl ich das jederzeit versuche. Es ist mir scheißegal, ob du nackt filmst. Ja. Micha ist wieder fit. Gibt es die Segelohren, was ich gerade mitbekomme? Mal ranzoomen. Ja, das ist sein Ohr. Selbst die Scheinwerfer vom Auto brechen durch.